Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind mitten im Gefecht und ich würde einfach mal losstarten. Wir müssen unbedingt Renrock aufhalten. Sie kommen genau rechtzeitig, Professor Hagrid. Professor. Hier nehme ich. Oh oh. Er geht doch auch mal unter dem Stein weg, also. Oh je, ich sehe schon die zwei Kämpfer. Da ist er. Geschafft. Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Da wäre ich mir nicht so sicher. Unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam,
George, ihr Freund Lodgok und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden, aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt die Hüterin der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben Sie jetzt damit? Ich werde das Behältnis lassen, wie es ist. Das freut mich zu hören. Ich habe nachgedacht. Was ist, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Ja. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren Sie es? Es sollte vorerst bewahrt werden. Ich will es vorerst bewahren. Aber wenn ich bereit bin, will ich meinen Vertrauten alles erzählen und ihre Hilfe annehmen. Das hätte Miriam wohl auch gewollt. Wir sollten anderen vertrauen. Wenn es jemanden gibt, der dieser Aufgabe gewachsen ist, dann sie. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Renrock. Er war nie deins. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, wichtigtuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber aufgibt. Das sollte doch zubleiben. Oh, das ist der Behälter. Er nähert sich an der Macht des Behältnisses. Deine kleinliche Magie ist meiner nicht gewachsen. Meine Zauber wirken nicht auf den Drachen. Stopp. Yeah.
reicht doch aus. Warum heilt sie sich denn nicht? So, jetzt spätestens hätte ich mal die bessere Macht gebraucht. Nehmen wir Bombarda mit rein. Und da das überhaupt nichts bringt. Machen wir doch den mit rein. Wo muss ich denn jetzt hin? Von da kam ich. Ah, hier. Du entkommst mir nicht, Renrock. Scheiße, Dreck. Oh, das ist gar nicht gut. Mist. Ich krieg's überhaupt nicht hin zu wechseln. Ich muss näher ran.
ganz schlecht. Ich bin zu weit weg. Ich muss da echt nah dran. Ich habe nicht mehr viel Tränke. Komm, das kriegen wir doch hin. Ach, Herr Jemine. Meine Hände. Habe ich es geschafft?
Nee, der stirbt Miriam. Jetzt. Hätte sie geliebt, meine junge Freundin. Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. Ja. Ach nö. Professor Eleazar Fick. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fick? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Wir müssen uns möglichst bald treffen. Unglaublich, dass wir Fick verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich... Lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rockwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen. Und so war es auch. Aber das ist es nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rockwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rockwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rockwoods Bündnis mit Renrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rockwood in der Nacht von Annes Fluch dort. Er arbeitete mit Renrock zusammen. Als er deine Schwester sah,
Naja, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich, wenn ich mehr weiß. Wir haben wieder Frühling. Gratulation, du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen und das Ende des Schuljahres erreicht. Oh oh. Deine CAG-Zacks nahen und es ist Zeit, deine Fortschritte in deinem Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt, schließe alle noch offene Beziehungsgeschichten und Nebenaufträge ab und vervollständige dein Handbuch. Krass. Das ist krass. Also das war ein heftiger Bosskampf, das muss ich schon sagen. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See. Doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte, fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen, an einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Du hast gewisse Ereignisse vorausgesehen, bevor sich unsere Wege kreuzten. Welche denn? Die Ankunft eines Fremden, die Bedrohung durch einen Feind und die Rückkehr eines alten Freundes. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ihr die Fremden, die Wilderer der Feind und die alten Freunde die Schnatzer sind. Ich sah auch zwei Orte, die damit verbunden sind. Die Höhle mit dem Mondstein und den Steinkreis.
welcher in Mondlicht getaucht war. Was macht dich so sicher, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Ich bin nicht sicher. Doch so stand es in den Sternen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf wie vorgesehen. Ich bin nur ein Bote. Das Glück ist uns wohl heute hold, dass du mir ein Symbol zeigst, dessen Ursprung ich erkenne, ist kein Zufall, sondern Schicksal. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. War das nicht übertrieben, Ferdinand in den Eberkopf zu bringen? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Im Musikzimmer ist es so laut, seit die Glocken wieder alle läuten. Dies beschwert sich auch nur, ne? Nur am Beschweren. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ach, wir reden wieder in der Krypta. Schön, dich zu sehen. Sebastian, ich erhielt deine Eule. Was ist los? Ominous hat Anne gesagt, was mit meinem Onkel Solomon geschehen ist. Sie meint, ich müsse dafür gerade stehen. Aber sie will mich nicht ausliefern. Sie meinte, die Schuld, mit der ich leben muss, sei Strafe genug. Es tut mir so leid. Aber ich bin froh, dass du jetzt deinen eigenen Weg gehen kannst. Die Sache ist, ich glaube, ich habe meine Schwester, mein Zwilling, für immer verloren. Sie will mich nicht mal sehen. Ich kann's ihr nicht verübeln. Ich kann es keinem von euch verübeln, wenn ihr mich jetzt aufgebt. Ihr habt an mich geglaubt und ich hab euch enttäuscht. Vielleicht braucht Anne nur etwas Zeit. Sicher wird sie dir irgendwann vergeben. Ich hoffe, du hast recht. Ich weiß, ich kann es nicht rückgängig machen, aber ich kann jeden Tag versuchen, es besser zu machen. Ich schulde dir und Ominous viel für euren Beistand. Es war nicht leicht. Aber ich glaube an dich, Sebastian. Ich hatte schon am ersten Tag in Verteidigung gegen die dunklen Künste ein gutes Gefühl bei dir. Das scheint Ewigkeiten her. Danke. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich bin dankbar für deine Freundschaft. Gut, dass du nach Hogwarts kamst. Gut, dann machen wir jetzt noch die nächste Unterhaltung. Oh, warte mal, wenn die jetzt hier schon kämpfen will. Ich habe halt nicht mehr so viel Heilungstränke, aber ich glaube, so ein dicker Bosskampf wird nicht nochmal kommen. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Was kann ich für Sie tun? Vielen Dank für den Besuch. Nicht so schnell! Bereit, Harlow zu erledigen? Ich bin bereit, Harlow ein für alle Mal zu erledigen. Was ist dein Plan? Mrs. Bickle hat eine Eule geschickt. Sie fragt, ob wir schon Glück bezüglich Harlow hatten. Sie meint, ein Freund beim Cup am Herrenhaus könnte Beweise haben.
Aber sie hat uns gewarnt, dass wir uns unbedingt da raushalten sollen. Ganz genau. Harlow weiß, dass wir Archie gerettet haben. Und Mr. Rabe. Der Brief kam nicht von Mrs. Pickle, oder? Nein, ich glaube kaum. Harlow will uns eine Falle stellen. Aber jetzt sind wir im Vorteil. Wir können uns vorbereiten. Wir sind stärker als Harlow und er weiß das. Deshalb greift er zu dieser Trickserei. Wir müssen hin. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Super. Harlows Herrschaft endet heute. Vielleicht sollten wir Officer Singer unseren Plan verraten. Ich habe schon eine Eule geschickt. Oh, ich habe nur noch 4 Heilungstränke. Die Mrs. uns gegeben hat. Richtig. Hast du Angst, sie sagt es deiner Mutter? Ja, aber dann ist es eben so. Ich will es nicht mehr verstecken. Meine Mutter muss verstehen, dass ich erst sicher vor den Erschwinderinnen bin, wenn alle es sind. Ich werde sie bis zum Ende verfolgen. Und ich denke, das weiß sie. Genau wie du. Ja, das stimmt. Sei wachsam. Harlow treibt sich bestimmt hier irgendwo herum. Ich spüre, er ist in der Nähe. Wo ist er? Ich weiß nicht. Wir sollten uns umsehen. Du bist leichter zu sehen als ein Errumpel. Die kleine Nazionai, nicht wahr? Und da ist auch ihr widerlich treuer Schatten. Ihr zwei habt meine Geschäftspläne wirklich sehr oft durchkreuzt. Aber ich muss euch fast Respekt zollen. Wart ihr anfangs nur nervtötend, seid ihr jetzt zum echten Problem geworden. Glücklicherweise bin ich dafür bekannt, Probleme zu lösen. Expulso! War das Stoffer? Deine Arroganz wird dein Untergang sein, Harlow. Glaub mir. Tja, wenn man die richtigen Zaubersprüche kennt. Ja, aber es ist Crucio, also ich weiß, das ist ein Folterfluch, aber
besser wäre, als wäre es jetzt der Todesfluch gewesen. Bist du sicher schon bereit für Besuch? Ja, Mutter. Ich fühle mich gut und bei diesem Besuch gleich noch besser. Also gut. Aber übernimm dich nicht, Nazai. Nein, Mutter. Es tut so gut, dich zu sehen. Schön, dass es dir so gut geht. Mir geht's besser, als es scheint. Ich bin nur hier, weil meine Mutter für alle Fälle darauf bestanden hat. Ich war erleichtert, als sie mir sagte, dass es dir gut geht. Aber nur dank dir. Wie geht es dir? Also, mir ging's schon mal besser. Aber Schwester Blaney meint, es geht bergauf. Tut mir leid. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Was? Nein! Dich trifft keine Schuld. Als ich sah, wie Harlow seinen Zauberstab auf dich richtete. Du hast dich dazu entschieden, mich zu beschützen. Ich tat, was ich tun musste, und ich würde es wieder tun. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Dann sollte ich mich nicht schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Es gab nichts, was du... Oh. Herrje. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt erst erkenne. Mein Vater, er traf eine Entscheidung. Ganz instinktiv. Du trägst heute ebenso wenig Schuld an meinen Verletzungen, wie ich an dem Opfer, das mein Vater vor Jahren gebracht hat. Nach dem, was ich von ihm weiß, scheinst du viel von deinem Vater in dir zu haben. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, du hast recht. Das war alles ein bisschen viel, nicht wahr? Eine Schlacht hier in Hogwarts. Alles, um Harlow und den Rest von Rookwoods Bande zur Strecke zu bringen. Doch wir haben es geschafft. Rookwood ist tot. Harlow ist auf dem Weg nach Azkaban und der Rest ist auf der Flucht. Manche von ihnen werden immer noch für ihre verlorene Sache kämpfen. Aber Rookwoods Organisation ist zerbrochen. Alles ist jetzt sicherer wegen uns. Wegen dir. Danke. Aber wir zwei sind auch einfach ein tolles Team. Du hast meine Zeit in Hogwarts noch viel mehr bereichert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Danke. Ich glaube, deine Freundschaft ist eine der wichtigsten in meinem Leben. No. Danke, dass du mich besuchst. Es tut immer gut, dich zu sehen. Schön. Wie schön, Sie zu sehen. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Einfach unglaublich. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Lassen wir ihn nicht warten. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Kniesel. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Ich habe noch nie einen Kniesel gefangen. Sind wir bis dahin längst weg? Ich habe jetzt ein Weibchen. Oder? Stopp, was habe ich jetzt gefangen? Ein Weibchen und ein Männchen. Ein Männchen. Ja.
noch so. Wir fangen sie alle mal ein. Es gibt ja auch Punkte. Revelio. Levioso. Ich muss eh ein paar mehr Tierwesen retten. Ich grüße euch. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht, ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Guck mal hier. Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Mein Gott. Sie wirft schon die Kohlköpfe. Oder war ich das jetzt? Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Akio. Das war's. Da, Doran. Ein Durchgang. Ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Und jetzt muss ich euch verlassen. Vorerst. Revelio. Mein Gott, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Du kommst nicht mit rein? Alles klar. Revelio. So viele Bücher. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Sieh dir die Malereien an. Das sind alles Tierwesen. Incendio! Sie muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Revelio. Wie kommst du darauf? Die Wildererlager fühlten sich immer so erdrückend an.
Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wildererlager. Revelio. Incendio. Revelio. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Eis und das Feuer. Finde ich vielleicht die gewünschte Truhe. Ach nee, da muss ich sie hin tun. Natürlich. Revelio. Ever. Sieh dir das an. Was ist hier? Was war das? Nicht daran. So viel ist sicher. Was war das? Sollen wir weg? Okay, go. Nintendo. Bist du etwa noch mehr? Das Lamm kehrt zur Schlachtbank. Elendes Unkraut. Ach ja. Das ist
jetzt geht's aber hier. Das waren alle. Seid ihr unverletzt? Revelio. Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine auch gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Sie sind es nicht da. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Revelio! Wie es aber weitergeht, seht ihr auf jeden Fall erst in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Kommentar unter meinem Video da und auch auf jeden Fall ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.